So, bitte. So, wir sind wieder da. Unsere Konferenz. Konferenz ist einfach nur ein Wort. Unser Zusammensein über erwachende Weiblichkeit. Und ich finde es sehr schön, wie einfach dieses Thema von so vielen verschiedenen Seiten beleuchtet wird oder ja, Worte gefunden werden, obwohl es manchmal gar nicht so einfach ist. Und ich freue mich sehr, dass Sakarika mit uns ist, wo wir vor kurzem eine wunderschöne Sendung zusammengestaltet haben und er ist unsicher war zum Thema, ne? Was gibt es dazu sagen? Und ich fand es wunderschön, wie du einfach den Impuls reingegeben hast. Und es ist so ergänzend. Ich finde es immer faszinierend, wie das, wie der Fluss, ne? Weil es ging gerade um das Empfangen und Willkommensein. Und wie du beschrieben hast, es kann etwas über die Mutter, die alles hervorbringt, beinhaltet und empfängt, gesagt werden. Und ich denke, ja, genau das. Ja, genau das. Einfach, ja. Wunderbar. Etwas, was zu sagen. Ja, ja, einfach das, was da ist. Und genau darum geht's. Ja. Erstmal Hallo an alle. diese Unsicherheit. Ah, jetzt haben wir doch, warte mal, jetzt haben wir doch wieder Tonschwierigkeiten, also das Lachen, jetzt hören wir dich, sobald die Worte kommen. Okay. Das, jetzt ist es. Jetzt ist da. Jetzt ist da, Ja, okay. Erwachte Weiblichkeit. Jetzt wieder weg. Geht wieder weg. Sobald die Worte kommen. Das ist so interessant. Ja. Sorry, kannst du nochmal anrufen? Per Skype? Telefon? Über Telefon. Das Bild bleibt per Skype. Okay. Interessant, weil es heute... Hast du unsere Nummer? 0341. Moment, ich muss erstmal das Telefon holen, ja? Mhm. Ja, okay. Und wir bleiben ganz da. In Kontakt. Mit uns und mit allem, was ist. Das ist auch, das ist so interessant. So, jetzt. Warte, jetzt muss man hier alles ausmachen. Ja. Okay, so, jetzt? Sag mal was. Ja. Ja, wunderbar. Hallo? Hallo, warte. Ja. Okay. Perfetto. Super. Jetzt kann es losgehen. Ja? Ja, genau. Dann nochmal willkommen, Sakarika. Warte mal, ich dachte noch. Willkommen, ja. Und Jeet startet nochmal neu, genau, dass die Aufzeichnung dann jetzt hier. So, jetzt. Ja, jetzt kann es losgehen. Ja, schön, dass du da bist, mit uns bist und einfach das fließen lassen, was da ist, was du spürst und mit uns teilen magst. Ja, vielen Dank. Ja. Was ist hier? Erwachte Weiblichkeit ist dieser Begriff dieser Konferenz oder dieses Zusammenseins. Und ich hatte erst nicht den Impuls, irgendwas dazu zu sagen, weil ich gemerkt habe, irgendwie ist da nichts. Und dann habe ich verstanden, entstanden in Anführungsstrichen, was erwacht. Ja, was ist Weiblichkeit? Es
ist ja dieses, wir haben ja in dieser Welt diesen Prinzip weiblich und männlich, hell und dunkel, ja, schwarz und weiß, gut und böse, Tod und Geburt. Und ich sage extra Geburt und manche sagen Tod und Leben, aber das ist nicht wahr. Tod und Geburt sind die zwei Gegenpole. Und das alles ist in dieser Welt, in dieser Dualität. Und ja, wenn ich jetzt sagen würde, dass jetzt nur das Weibliche erwacht, dann stimmt das nicht so ganz. Ja, alles erwacht, alles in sich, alles zusammen. Und daher war ich etwas, ja. Und dann kam dieser Satz mit Mutter. Mutter, die alles hervorbringt, erhält und empfängt. Empfängt im Sinne von auch wieder zurücknimmt. Auch. Ja. Und wenn ich Mutter sage, dann spreche ich jetzt nicht über die, oder auch über die Frau, die jetzt ein Kind gebärt, sondern ich spreche von der Mutter, die er geschaffen hat, die alles hervorbringt, die alles gebärt, ja? Und daher ist auch das Leben, der ganze Prozess, der stattfindet, auch der Prozess des Aufwachens, ist weiblich. Ja, es taucht, die Erde gebärt das alles, die Mutter. Und sie gebärt den Mann und die Frau und wir haben alle Anteile in uns, die männlichen und die weiblichen, ja. Aber das alles, was er wollte, ist durch sie gekommen. Und deshalb kann auch die Frau hier in dieser Welt, auch nur Kinder gebären. Ja. Und das ist, ja, ich finde das spannend. Ja. Aber was sagt das eigentlich aus? Es geht nicht darum zu schauen, wo fehlt mir was, welche Anteile, welche weiblichen Anteile muss ich noch in mir aufwecken, wie muss ich mich verändern, ich muss jetzt weiblich werden und passiv und ich muss empfangen. Nein, es geht darum, so wie die Mutter, sich hinzugeben, genauso der Mann und die Frau jetzt in dieser Welt, zu sagen, ja, ich bin bereit zu empfangen, ich bin bereit, es zu nähren, alles, was du mir gibst. Ich bin bereit, diese ganzen Kinder zu mir zu nehmen, sie zu umarmen, ihnen Geborgenheit zu schenken, sie zu nähren halt. Und ich nehme sie wieder auf, wenn sie sterben. Dieser ganze Prozess, ja, den macht jeder von uns mit. Und zwar in dem Zusammenhang, wenn du Ja sagst, zu jedem Moment kommt alles. Und dann empfängst du. Du empfängst und du transformierst das, indem du damit bist. Das kann man so in diesem Zusammenhang vielleicht sehen, ja. Und daher kam die Mutter als Bild, ja. Aber die Mutter, die alles nimmt, ja. Die auch alles in sich beinhaltet. Sie ist nicht nur die Passive, die da sitzt. Sie kann auch auf den Tisch hauen, richtig, ja. Sie hat beide Anteile in sich, also beide Seiten in Harmonie am besten in sich, ja. Ja. Das ist das, was jetzt dazu kam. Ich erinnere mich, dass ich
Deshalb ist mir das so wichtig, das hier zu sagen, dass ganz lange Zeit bei mir war die Idee, ich muss mich dem Mann hingeben. Ich bin ja die Frau. Ja? Und das tat ich dann auch irgendwann mal. Lange Zeit nicht, aber irgendwann mal tat ich das. Und ich hatte immer das Gefühl, das stimmt irgendwie nicht. Ja? Und es geht gar nicht darum. Es geht darum, sich dem Moment hinzugeben. Und der Moment zeigt dir, was gebraucht wird. Mal wirst du die Rolle einer Frau spielen und mal wirst du männlich sein, männliche Züge annehmen und aktiv sein, ja? Darum geht's. Sich aus dieser Polarität zu erheben. Ja. Und dann zu sehen, wer du wirklich bist. Dass du keine Frau bist und dass du auch kein Mann bist. Aus diesem Körper bekommen, aus dieser Welt, ja, der in diesem Fall jetzt weiblich ist. Aber das bin ich nicht. Ich wohne hier, ja, und ich kümmere mich um diesen Körper so gut ich kann. Manchmal auch nicht so. Aber, ja, das bin ich nicht. Das ist nur ein Aspekt dieses Seins. Und ich weiß nicht, wie viele Leben lang ich eine Frau war und wie viele Leben ein Mann. Ja, wir haben alles schon durchlebt. Ein paar vieles. Den Rest dürfen wir jetzt auch nochmal durchleben. Erfahren. Ja. Ja. Wunderschön. Das macht ganz still. Und macht nochmal so ein. Nee, macht nicht, es geschieht. Still und gleichzeitig so ganz weit. Ne, das. Ja. Nichts definiert werden muss oder irgendwie, sondern dass da alles seinen Platz hat und gleichzeitig ja irgendwie auch schon alles da ist. Und ja, wie du gesagt hast, dass wir das empfangen können, das was schon da ist, oder? So. Einfach, genau. Hier ja. Sein. Hm. Nichts tun müssen. Einfach empfangen, ja. Gibt es, denke ich, oft Missverständnisse mit dem Wort schon empfangen, ne? Das wird auch als ein Tun, als was Aktives dargestellt. Kannst du zu dem Wort vielleicht empfangen? Auch noch was sagen, wenn was kommt? Ah ja, okay. Empfangen. Naja, ein großes Ja. Öffnen. Es geht nur, empfangen kannst du nur, wenn du total relaxed bist. Wenn alles da sein darf. Wenn da klitzekleines, ich weiß noch nicht, bist du irgendwie noch zu. Da ist irgendwie noch eine Abwehr, noch ein Widerstand. Ja, nur so. Seid ihr nicht. Mhm. Ja? Wenn du wirklich bereit bist, zu empfangen, dann gibt es keine Begrenzung, was du empfängst. Dann gibt keine Idee. Das ja, aber das nein. Du weißt nicht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, du bist im Nichtwissen. Du bist ohne Kontrolle. Keine Macht. Keine Macht ist vielleicht das falsche Wort. Weil Macht sehe ich als Stärke, als Kraft. Ja, also unter Kraft, da die Kraft ist da in dem Moment, wo du
offen bist. Ja. Das ist empfangen. Hm. Einfach diese Öffnung, sagen, okay, ich weiß nicht. Dein Wille geschehe, ja. Und du kannst dir das ganz genau auch in der Sexualität angucken, selber erfahren, wie das ist. Ja, wenn du mit einem Partner zusammen bist und keine Vorstellung da ist, wie es sein soll, was er tun soll, wie du sein sollst, wie du dich benehmen sollst, wie dein Körper sich zu bewegen hat, sondern einfach alles offen ist und du relaxst und du schaust zu, wie dein Körper sich bewegt. Erst dann kannst du wirklich empfangen. Erst dann kannst du mit ihm eins werden. Ja. Alles, was aus dem Kopf kommt und so läuft die meiste Sexualität, ja, in der Vorstellung und nach dieser Vorstellung wird dann irgendwie gehandelt. Das spielt sich alles im Kopf ab. Die wahre Sexualität kann man wahrscheinlich gar nicht dann eine Sexualität nennen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen würde. Keine Ahnung, ist egal. Ist, wenn du und auch genauso den Mann empfangen kann. Ja? Und das ist sehr spannend. Wenn beide dann da sind, ohne zu wissen, ohne zu wollen, keine Vorstellung. Diese Begegnung. Ja? Dann kann das Einssein erfahren werden. Ja. Schön. Viel Spaß beim Testen. Dad, du bist auch im Raum, hä? Im Nachbarraum, aber er hört alles, spickt mit. Ja, empfangen. Und aus dem Empfangen. Bin im Regieraum. Ja? Er ist im Regieraum, jetzt ist er da. Aus dem Empfangen geschieht auch Geben. Es gibt dann keine Grenze mehr zwischen dem Geben und Empfangen. Du kannst es gar nicht mehr trennen. Plötzlich ist beides dasselbe. Du gibst und du empfängst gleichzeitig. Ja? Ah, okay. Jetzt kommt was. Wenn ich mit Menschen sitze. Ich sag jetzt Menschen sitze, ja. Wenn eine Begegnung stattfindet, dann empfange ich. Und ich empfange nicht nur das, was derjenige sagt, sondern alles. Ja. Und dadurch wird etwas auch gegeben. Ich tue es nicht. Ich sitze einfach nur da und entspanne. Und in dem Moment aber geschieht auch ein Geben dem anderen. In dem Moment aber, wo ich gebe, merke ich, wie viel ich empfange. Ja, also es ist untrennbar in dem Moment. Es ist dasselbe. Und du verlierst dich, also das Ich verliert sich. Es ist nicht mehr da. Ja. Und dann kannst du nur staunen. Ja. Und im Körperbereich kannst du im Herzen empfangen und du kannst aber auch dich wirklich von unten nach oben durchströmen lassen von dem, was kommt. Wenn du ganz entspannt bist, ganz weit, dann spürst du
alles hier rein und verschwindet. Und genauso ist das, wenn Schmerzen da sind. Ja, wenn der Schmerz da ist in deinem Körper, dein Knie tut weh zum Beispiel, dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit dahin, deiner Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, ich will mir das jetzt genau anschauen, ich heiße es willkommen. Diesem Wort willkommen öffnest du eine Tür und vielleicht machst du sie noch weiter auf und noch ein Stückchen weiter. Ja, das ist die Öffnung. Ja, du bist willkommen, so wie du bist. So wie du das gerade schmerzt, dieser Schmerz. Du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Keine Idee von, ich öffne jetzt die Tür, damit das gleich wieder weg ist. Ja, so nicht. Das ist bedingungslos. Und dann kannst du erkennen, und dann wirst du sehen, was passiert. Dieser Schmerz ist da, um transformiert zu werden. Du kannst den nehmen. Ja. Und gleichzeitig zu wissen, du bist es nicht. Das ist nicht das Ich, das es nimmt. Das Ich ist verschwunden. Es ist nur ein riesiges Ja da. Ja. 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 Dankeschön, ich bin so dankbar. Heute ist so, habe ich das Gefühl, auch speziell, dass es gar nicht so sehr darum geht, darüber zu reden, was zu dem Thema, sondern so, das ist so direkt eins zu eins und erfahren und wow. Ja. Bin begeistert. Das so schön. Dankeschön. Mhm. Mhm. Danke, liebe Sakarika. Ja. Ich auch. Mhm. Ja, und gerne auch wieder weitere Sendungen. Und das ja. Ja, ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Mhm. Bis dann, bis immer. Ciao.